Ahoi, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir sind heute von Videocheck auf einem Boot unterwegs. Und wir haben hier so eine 15 PS-Variante. Ich gehe mal ganz kurz runter. Wir haben ja gerade angelegt. Früher war es ja nur 5 PS, die man fahren darf. Und mittlerweile sogar 15 PS. Der absolute Hammer. Und wir sind hier gerade unterwegs auf der Jümme. Und cruisen so ein bisschen durch die Gegend. Und ich wollte mal ein bisschen Fluss oder Seeluft schnuppern, weil ich wollte demnächst neu den Bootsführerschein machen zu See und zu Binnen, und da wollte ich natürlich mich ein bisschen darauf vorbereiten und gucken, ob mir das überhaupt gefällt. Also macht das schon mal tierisch viel Spaß. Ja, warum gerade Boot fahren, das ist die Frage. Ich finde das entspannt mega, und geplant ist, wie gesagt, ein Schiff, wo man mit 4 Personen drauf schlafen kann, wo man eine Küche hat, wo man Pipi Kaka machen kann, wo man auch schön gemütlich Tee trinken kann, Kaffee trinken, mal eben Nachmittag rausfahren, vielleicht auch mal aufs Meer und so weiter. Da habe ich voll Bock drauf. Wenn man das Ganze dann noch vermieten kann, wäre natürlich auch super. Also es macht mega viel Spaß. So, die Idee ist ja bei dem Ganzen, dass man sich ein größeres Boot kauft, so eine kleine Yacht, die man dann vermietet als Hotel quasi. Und was dann aber auch fahrbar ist, wo man dann auch selber Spaß mit haben kann, beziehungsweise als Charterjacht. Und jetzt sind wir hier gerade auf dem Campingplatz, Jümmesee, hier haben wir angelegt, und ich glaube aber, hier gibt es keinen Tee für uns. Wir gucken nochmal, ob der offen ist, ne? Aber es ist verschlossen. Dö. Ja, wir müssen aufpassen, es ist Ebbe. Und hier gibt es einige Sandbänke, wo wir uns natürlich nicht drauf festfahren wollen. Wie schon erwähnt, ich habe mich angemeldet für den Bootsführerschein zu See und zu Binnen. Im September geht's los. Wird auf jeden Fall noch einige Videos geben. Und schauen wir mal. Ja, wir müssen immer, wenn wir Richtung Quelle fahren, die Roten auf der linken Seite haben. Da hinten ist schon zu wenig Wasser, sonst sitzen wir auf. Ja, wir dürfen nicht so schnell fahren. Und ganz wichtig, keine Anglerschnüre vom Fahren, befahren. So, ahoi, Land in Sicht, da hinten ist der Basler Hafen. Wir haben unseren Turn gut gemeistert, oder Tilly? Yeah! Das hat richtig Spaß gemacht. Kann ich auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. So, das war richtig super, wir haben angelegt. Ich muss auf jeden Fall noch, ich weiß nicht, wie man das vertäut, verknotet oder so. Wir müssen auf jeden Fall noch Knoten üben. Und das ist richtig cool hier. Das ist in Basel, wer hier mal Urlaub machen will. Hier ist auch ein Hausboot, noch ein Hausboot. Also richtig, richtig genial. So, ich hoffe, das hält so. Schlüssel mit und ab nach Hause. Ich hoffe, euch hat der kurze Bootsurlaub-Ausflug mal gefallen. Und demnächst wird auf jeden Fall von sowas noch mehr geben. Also richtig klasse. Bis dann, lasst ein Abo da, euer Paul Kramer. Ciao. With my head on your chest, wearing your shirt like my party.